Mein Vater hat immer zu mir gesagt, reite zu deiner Freude. Und Freude empfinde ich immer dann, wenn meine Pferde durch die Arbeit schöner werden. Durch systematische Gymnastizierung über Cavaletti kräftigen wir die Pferde, erhalten ihre Gesundheit und fördern sie in ihren natürlichen Bewegungen. Es ist wichtig, dass die Stange aus Holz besteht, denn wenn das Pferd das Cavaletti berührt, soll es das ruhig merken und daraus lernen. Man misst den Abstand zwischen zwei Cavaletti immer von der Mitte der einen Stange zur Mitte der nächsten. Zuerst beginnt man mit einem einzelnen Cavaletti, fügt dann ein zweites hinzu und erweitert den Aufbau dann Schritt für Schritt. Königssee macht die Übung Cavaletti mit Zwischentritt. Nehme ich die Zügel doch mal etwas auf, um ihn besser zu führen. Sieh zu, dass er fleißigen Schritt geht. Genau. Prima. Jetzt muss er sich schon richtig anstrengen. Das ist auch Sinn der Sache. Mit dem weiter ausgebildeten Pferd übt Ingrid nun Galoppschrittübergänge. Gerade bei Pferden mit Problemen im Übergang, wenn sie zum Beispiel eilig werden oder dazu neigen, passartig zu gehen, ist diese Arbeit sehr wertvoll. Und angaloppieren.